Der Tod eines 17-jährigen Autofahrers bei einer Polizeikontrolle hat in Frankreich wütende Proteste ausgelöst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Fahrer eines Mietwagens im Pariser Vorort Nanterre wegen Missachtung mehrerer Verkehrsregeln angehalten worden. In Polizeikreisen hieß es zunächst, dass ein Auto auf zwei Polizisten losgefahren sei. Auf einem online zirkulierenden Video ist aber zu sehen, wie zwei Polizisten versuchen, das Fahrzeug zu stoppen. Einer von ihnen richtet seine Waffe durch das Fenster auf den Fahrer und schießt aus nächster Nähe, als das Auto beschleunigt. Nach einigen Dutzend Metern kracht der Wagen in einen Pfosten. Der 17-Jährige starb kurze Zeit darauf. Die oberste Polizeibehörde hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung durch eine Amtsperson eingeleitet. Der 38-jährige Polizist, der mutmaßlich den Schuss auf den Jugendlichen abgab, wurde in Gewahrsam genommen. Am Abend kam es in Nanterre und anderen Gemeinden zu Zusammenstößen. 15 Menschen wurden festgenommen.